Achso, jetzt bin ich auch da. Achso, passt. Warte mal, welches war denn? Ah, nicht das Minibike, das war besser. Dann hole ich nochmal Benzin von oben. Obwohl hin und Kannst du zurück in den komme ich ja. Generator, wenn du daheim bist, noch mal gucken, ob genügend drin ist? Ja, das mache ich mal. Super. In den Generator. Ach ja, du, der ist fast voll, aber ich mach ihn jetzt Mach ganz voll. voll, Der war mach auf voll, ja. 760 von 1000. Jetzt Genau. hat er wieder 1000 von 1000. Passt doch. Das habe ich noch eine Wrench dabei. Okay, da oben im Norden war ja auch noch ein Händler, also den du da gefunden hattest bei der Wüstenstadt. Dann fahre ich jetzt zu dem erstmal hin, zu dem Händler, ne? Ja, Inventar leer machen kann ich nicht. Ich muss doch zum Händler. Wird alles verkauft, Tobi. Das Geld kann ich ja mitnehmen. Und dann ist es auch größtenteils leer. Und da will ich gucken, dass ich uns wenigstens einen Hund mitbringen kann oder sowas. Das wäre ja schon mal ganz gut. Sag mal, können wir so ein, ob man so ein, da hat er nämlich, du hattest ja mal versucht, das Schwein zu zähmen, was ich mitgebracht hatte, ne? Das hat er nicht geklappt. Es könnte Nee. natürlich auch sein, dass es generell nicht klappt, gebrauchte Schweine zu zähmen, sag ich mal Nee, so. nee, ich glaube, das lag einfach nur an meinem Scheiß-Skill. Ach so, meinst du, ne, weil, wie gesagt, da kam halt, sag nochmal was? Ja? Ja, ist in Ordnung. Weil mein Tablet meinte gerade, du wärst gemutet im TS. Aber Nein, nein. dann hätten sie auch schon lange gerufen, soll ich mal meinen Cam aus. Richtig, genau. Schweine sind in der Wüste. Ja, das habe ich inzwischen mitbekommen. Eigentlich sind es ja Schweine im Weltall. Warum nur ein Hund? Nimm doch die ganze Alpha-Wolf-Horde mit. Ja, klar, warum? Ne? Nicht kleckern, sondern klotzen. Ne? Jawohl, ich habe Kupfer gefunden. Ach Damit nee, können wir. echt? Ja, das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin, weil das Kupfer findest du im grünen Biom. Und dann können wir uns Baseballschläger mit Elektroschocker machen. Ja, Ah, da freue ich mich. ist wahrscheinlich aber nur, war nur ein Block, ne? Wahrscheinlich, ne? Oder hast du da irgendwie mehr? Was? Ich habe 109, also das passt. Ich baue jetzt erstmal so ein bisschen Oh, ab. das waren aber ein paar mehr Blöcke dann, ne? Oder? Ja, das ist eine gute Ausbeute eigentlich. Hast du deine Ader oder hast du nur zwei Blöcke gehabt? Du brauchst nur auf Metall stoßen, dann geht's schon los. Das ist da immer dabei. Ach, das hängt da einfach so mit drin, oder wie? Ja, das hängt mit drin wie Gravel. Ach, ist das so? Dann Ja. müsste es ja Kupfer in rauen Mengen geben, oder? Ja. Bring ich mit. Wenn ich Glück Krass. habe, weil da ist auch Salz meistens dabei. Wenn ich Glück habe, bringe ich auch noch ein bisschen Salz mit. Was? Ach, Rüppchen! Danke für den Raid und den Host. Dankeschön. Schönen guten Abend. Das Rübchen. Das Rübchen, die sich nie zum Hardcore-Event meldet. Genau. Könnt sie ja mal machen. Würde mich freuen. Jetzt hast du es gehört. Also eventuell hast du es gehört. Vielleicht ist sie auch auf dem Weg und er trägt gerade noch die Werbung hier. Das kann natürlich auch sein. Aber Die Scheißwerbung. das. Hast du das gehört, Rübchen, was der Astrak eben sagte? Nutze die Chance. Ich hatte sie ja mal angeschrieben am Anfang, er hat sich nie wieder gemeldet, dann hat sie schon mal nachgehakt, da hieß es, na ja, und irgendwann hat sie sich wieder nicht gemeldet, da habe ich gesagt, okay, will nicht, ja, alles klar, werde ich auch nicht mehr auf den Sack gehen, also. Sie hatte das eigentlich mal vor, aber ist sie jetzt wahrscheinlich zu Ja, ich diesem will es ja auch keinem nee, aufdrängen, es hätte mich gefreut zu halt. diesem auch wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Ah, da war mein Das Salz. Problem ist aber auch, dass sie Samstag sehr häufig arbeiten muss, ne? Ja. Also dann so bis 8, 9 oder sowas, ne? Ja. War leider arbeiten, ja, sagt sie auch. Ja. Ah, schade. Irgendwann schaffst du es Ja, vielleicht das weiß mal. sie dann wahrscheinlich auch ein paar Wochen im Voraus oder so und dann kannst du ja im Schichtplan dann, ne? Irgendwie. Dann wenn das schon. Aha, oh, meine Güte, was ist denn hier los? Ah. Wo ist denn hier? Finde ich hier mal den Eingang? Danke. Salz, da haben wir es doch. Ein Salzohr. Sehr gut.
Ja, Salz hatten wir auch noch nicht so wahnsinnig viel bisher, ne? Ja, Salz brauchen wir aber. Ja, ja. Ja, da findest du aber nur einen Block halt Salz. Ne? Genau, aber also, da kriegst du ja ordentlich Salz raus aus einem Ohr. So, ich bin beim Händler angekommen. Jo, 762 Ammo hat er schon mal. Kaufen. Oh, Salz. Hä? Warum kann ich denn das nicht kaufen? 13.000 will der für... Ach, 260 Schuss. Oh, okay, ich verkaufe erstmal das Gold hier. Ja. Jawohl, zwei Salzohr und 322 Kupfer bis jetzt. Das Problem ist, wir haben nur 7000 Münzen. Also so viel kann ich mir gar nicht kaufen hier. Okay. An Munition. Okay. Mehr haben wir nicht mehr, 7000. Ich verstehe. Scheiße, echt. Muss ich das abbrechen? Mist. Ich guck gerade mal nach Waffen oder nach irgendwelchen anderen Teilen. Electric Energy Systems. Ein Dieselgenerator könnten wir dann herstellen. Ach nee, den kennen wir doch schon, ne? Late und Dieselgenerator, genau. Ja, kein Sprit mehr, okay, dann hat sich das auch erledigt. So, von wo kam ich denn? Ein Minibike-Buch? Ach, sowas findet man so. Keine Ahnung mehr, wo ich war. Stimmt von da oben, hä? Nee. Hä? Ah, von da, okay. Ja, ich kann eigentlich die Munition erkaufen. Was kriegen wir? Vom 100. Also 100 Schuss könnte ich kaufen für 5000, dann haben wir noch 2000 im Sinn. Ja, okay. Alles, was geht. Also kaufe ich die, okay. Jo. Ja, ich könnte auch komplett jetzt das ganze Geld alle machen, ne? Aber. Also, du brauchst dich nicht zurückhalten mit dem Geld. Okay, wir haben jetzt nur noch 67 und dann passt das. Mhm. Was hat er denn hier? Ich kann ja auch noch mal gucken. Ich habe ja einen Schatz, den kann ich ja auch heben. Auf die Schnelle. Das geht auch. Ja. Oh, ich bin rausgefallen aus der Welt. Nein! Oh, Gott sei Dank. Echt? Er hat mich wieder zurückgesetzt. Ja, das macht er ja zuverlässig. Ein Glück, muss ich sagen. Wo kann man denn Nickel finden? Ach nee, ich will ja gar nicht zu unserer Supermine hin. Ich habe sich ja zu Ende gemint. Ich will Nickel. Ich will mal dahin, wo ich den Hund getroffen habe. Ich glaube, Schneebium war Nickel. Oder? Nickel haben wir, 67. Ja, Schneebium. Schneebium war das, so meine ich. Ich markiere das mal. So, das erste Schwein ist hier schon vor mir. Copper Mine. Hier sind zwei Schweine sogar. Aber es ist, glaube ich, kein weibliches Schwein. Es ist auch tot, das Schwein. Warum habe ich kein Messer? Das ist doch doof. Quatsch, wo will ich denn? Da. Habe ich denn kein Messer? So, also ich will jetzt auch mal ein Schwein haben. Das heißt, ich müsste mal dahin. Recipes Bone Shift Craft. Hier war doch noch eins. Da ist doch eins. Und ich brauche Sprit. Das heißt, Mann! So, diese Autofracks sind schon mal dran. Oh ja, der Bargeld dabei ist sehr praktisch. So, Bodenschiff. Schnappen wir uns das mal. Ich habe die Pickaxe gar nicht mitgenommen, ne? Die liegt immer noch da oben und wartet darauf, dass ich sie aus der Werkbank fische, ne? Sag mal, wenn du nochmal nach Hause kommst, kannst du mir die Pickaxe aus der Werkbank mitbringen? Ich hatte das Gefühl, du wolltest jetzt zu mir fahren, oder sehe ich das falsch? Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Ach, bist du schon? Okay. Ja. Ah, schade. Was brauchst du denn? In der Werkbank liegt eine fertige Pickaxe für mich. Die habe ich mir vorhin hergestellt und vergessen rauszunehmen. Falls wir mal hier in irgendwas rein wollen. Das, okay. Aber du bist schon, nee, wenn du schon weiter bist, dann passt das schon, du.
Was? Ich bin Lord Helmchen? Wieso? Was? So, gute Nacht vom Mosel. Und guten Tag erstmal. Untouched Wein gepeitscht. Was? Geht Well auch so mit seinen. Interessante Hütte. Scheiß Ziel. So, in erster Linie will ich den Hund wiederfinden. Oder die beiden. Mal gucken. Können die auch sterben beim Zähnen oder sind die Hunde da nicht so empfindlich? Nee, die können auch sterben, na klar. Na klar. Also ich hatte ewig Schäferhunde getötet, bis ich mal einen hatte. Idiotine, das brauchst du wegen der Radioaktivität. Daraus machst du dir Anti-Radioaktivitätstabletten und mit vielen von diesen Tabletten zusammen und Giftpilzen, also radioaktiven Pilzen, die gibt es nur im zerstörten Biom, in diesem Kriegsbiom. Da kannst du dir dann Spritzen machen gegen Radioaktivität, gegen diese Verseuchung. Das brauchst du dafür. Ja, aber mit Jod können wir ja werfen. Da haben wir ja 5.000, 6.000 Jod haben wir ja irgendwie so. Da haben wir ganz zufriedenstellende Ergebnisse jetzt, ja. Okay, hier ist was zusammengestürzt. Wo war denn der Shotgun Store, den ich hier... Wenn ich ja noch ein Auto sehe, mache ich es auseinander. Das ist mir zu weit weg. Ah, ich bin zu weit in den Süden gefahren. Oh, ich bin ja ganz woanders wieder. Wo bist du denn jetzt? Auf dem Weg zum Schwein. Muss noch untouched. Ich bin schon wieder in eine ganz andere Stadt gefahren, ich Idiot. Ich bin zu einem Buchladen gefahren. Den habe ich mir markiert jetzt. Hm. Da wollte ich gar nicht hin. Ich muss jetzt komplett wieder zurück. Lädt das da noch? Okay, ich habe Banditen gefunden. Ja, sehr gut. Markier das. Markier das? Ich glaube, das ist da, wo ich die Mapako... Ich habe die Markierung Burg nämlich weggenommen gehabt. Mhm. Das sind die du schon kanntest. Die Banditen. Ja, gut. Mhm. Da, wo Paco ist. Ja, ja. Also dein Paco, nicht mein Paco. Mhm. Ja, sobald wir Scharfschützengewehre haben mit Zielfernrohr, schnappen wir uns die Jungs. Ey, ich hab Schwein gehabt, dass sie mich nie erwischt hat. Wieso muss ich denn kotzen? Ach, ich hab Schnupfen. Okay, alles klar. Ja, das Symbol sieht so aus, als würde ich gerade was rauswürgen, oder nicht? Muss ich doch zugeben, oder nicht? Sascha, na Wind. Ja, es ist so ein Schnäuz-Symbol, ne? Bisher ist noch keiner gestorben von uns, ne? Alles gut. Danke der Nachfrage. Nee, nach dem Hardcore-Event stirbt man auch nicht mehr. Nee, da ist rund. Da bist du immun gegen Tod. Genau. Das stimmt. Ich habe schon gehört, dass das Event Herzinfarkte beschert hat. Well, jetzt mal so ein bisschen Hand aufs Herz. Ja. Hast du den Eindruck, dass die Starvation Mod irgendwas damit zu tun hat, dass du im Hardcore-Event dich wohler gefühlt hast? Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Also ich habe immer wieder auch zu Noir gesagt, mach keinen Nahkampf, mach es nicht, keine gute Idee so, ne? Und aber der weiß ja auch eigentlich, was er tut, aber ich glaube, als ich mir so die Videos angeschaut hatte von den anderen mal, dass viele das dann doch wieder unterschätzt haben, die Server-Lags halt, ne? So und ach Mensch, und die schlagen plötzlich so weit und ja, das wissen wir, ich kann das Spiel leider nicht besser. Ja. Und das überrascht die Leute aber trotzdem immer wieder. Ich meine, ich bin da dran ja auch schon zweimal gestorben irgendwie. Aber nach dem zweiten Event muss man mal eine Lehre draus ziehen halt, ne? Mhm. Ja. Ich habe trotzdem ab und zu mal Nahkampf, ja, was heißt versucht? Es ging nie anders, ne? Weil manchmal geht es halt auch gerade nicht anders. Aber richtig. Ich glaube, dass mir da, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat mir da die Starvation geholfen, oder es war reines Glück, dass ich nicht gestorben bin. Das weiß man nicht. Ja, weil sie hier ja auch rennen, ne?
Ja, ansonsten habe ich festgestellt, dass ich sehr viel gelaufen bin. Okay. Auch weg, vor allen Dingen. Ist keine Schande. Nö, ich habe zumindest überlebt damit. Ne? Und, richtig. Das ist, also so falsch kann die Taktik nicht gewesen sein. Nö, denke ich auch. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man, dass das ein bisschen mittrainiert hat. Ja, das glaube ich vielleicht schon irgendwie. Also wie gesagt, weil hier rennen sie ja auch immer und alles, wie du schon, ja, du schon sagtest. Ne? Genau, hier gibt es ja auch keinen Pardon. Ich bin jetzt in der Feuerwache. Ob es da irgendwelche Spezialgegner gibt hier? Ich sehe momentan noch gar keinen Zombie in der Feuerwache. Oh doch, jetzt sehe ich gerade. Ein Leuchtspucker ist hier. Das ist nicht so cool. Ja, also der Kölsch Nordlich, das werden wir auch, dieses Prozedere werden wir auch beibehalten, weil das hat sich als sehr, sehr effektiv erwiesen und hat uns ganz schnell einen Spieleinstieg ermöglicht. Außerdem die 10 Minuten, die jeder noch in Ruhe looten konnte. Das ist natürlich auch was, was viele schneller begrüßt hatten. Ja. Also das mit dem Einloggen war super, muss ich sagen. Ja, so wie ich das gesehen habe, hat man nur vermeintlich mehr Chancen in Gruppen. Mehr Leute hält scheinbar die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schreierin getriggert wird. Nee. Das kann ich so nicht bestätigen. Nee. Es hört nicht die Wahrscheinlichkeit. Aber wenn natürlich irgendwie du zwei Schmieden hast, weil die Leute in der Lage sind, mit 5 Leuten Metall zu besorgen, während du gerade alleine mal vielleicht die Materialien für eine Schmiede zusammenkriegst, so wird ja vielleicht ein Schuh draus, weißt du? So. Wenn da mehr Schmieden brennen, dann gibt es natürlich auch eher mal Kreischerinnen. Aber das Triggern von Kreischern war da nicht das Problem. Die Kreischer waren in der Modifikation, waren die schon so fest mit eingebaut. Das war schon wieder feierlich. Jetzt habe ich einen Spucker hinter mir, der halbwegs schnell rennt. Das ist nicht so richtig geil. Lass bloß mal Minibike in Ruhe, du Nase. Okay, jetzt geht er hoch. Aber nicht bei mir, bitte. Alles klar. So. Nee, glaube ich nicht. Aber allgemein kann man sagen, also häufig bleibt von so einer Gruppe meistens immer nur einer am Ende übrig. Ja. Spawnt der Spucker immer wieder neu, wenn er detoniert, weil dann muss hier gleich ein neuer auftauchen. Dann darfst du ihn nicht detonieren lassen, dann musst du ihn töten, bevor er detoniert. Ja, mach das mal. Aber ich würde jetzt gerne in der Feuerwache looten und da stand er eben rum. Nicht, dass der gleich neben mir wieder neu spawnt. Habe ich ja keine Lust zu. Ja, musst du ausprobieren. Legen einfach um, lassen hochgehen und dann guck einfach. Müsste aber klappen. Da bin ich aber schnell raus. Er ist ja schon weg. Achso, ja gut. Aber es hat explodiert. Ja, das ist doch super. Dann nervt er dich auch nicht. Ich habe einen Silencer gefunden. Ja, mitnehmen, unbedingt. Schalldämpfer nehmen wir mit. Den Revolver lasse ich hier. Hab nicht so viel Inventarplatz. Alter, ich bin gerade an einem Panzer vorbeigekommen. Der ist ja noch untouched. Echt? Ja, cool. Ich kann im Moment nichts machen. Ich markiere mir den und lasse den zurück. Okay, habe ich markiert. Man kann viel zu wenig Markierung setzen, ne? Oh. So, da oben muss ich hin. Also ich wollte einen Hund suchen. Jetzt laufe ich hier in dieser Feuerwache durch die Gegend. Sascha, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen in der Community. Willkommen im Team hier. Oh, voll erschreckt. Weg, das kommt mit. Was war das denn? Das kommt mit. Irgendwas faucht mich an. Weg. So, ich flitze jetzt erstmal zum Händler, damit ich meinen Scheiß los werde. Ich habe einen Bilderrahmen. Kann man mit dem irgendwas Gescheites machen? Nee. Aufhängen. Achso, okay. Dann hängen wir den nochmal auf. Spoiled Food, das kann weg, das kann weg. Oh, der Händler hat die offene Tür. Warum? Mach mal zu. So. Ich mache hier mal ein Foto von der Fire Station.
Wenn wir da schon mal drin sind, können wir auch ein Foto von machen. Okay, da werden wir da rein. Gehen wir mal nach oben. Die hebe ich auf. Das verkaufe ich. Bam, Alter. Zack. Das heben wir schön auf. Das heben wir auf. Das. Der ist hier nicht. Alles klar. Jetzt holen wir erstmal den restlichen Schrott. Oh, armes Karnickelchen. Ein kaputtes Hundehalsband, okay. Naja. Das war das Karnickelchen. Ende. Nee, der Spucker ist nicht wiedergekommen. Das ist sehr positiv. Finde ich gut, dass er nicht wiedergekommen ist. Boy, schon wieder. Halt hier die Abos wie Bonbons. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Wie Bonbons. Ja, finde ich total lustig. Ich lerne ja dazu. Ja? Ich gucke jetzt schon erstmal in den Text, ob da nicht irgendwie steht, wer das da vergeben hat. So, ich habe eine Web. Brummi, willkommen in der Community, willkommen im Team hier. Du bist denn jetzt oben in dieser Wüstenstadt? Da müsstest du auch ganz viele Schweine schon... Ich bin jetzt gerade beim Händler. Und verkaufe gerade noch ein bisschen Krempel. Und dann schaue ich an, ob er noch was für mich hat. Ja, komm, nehmen wir den auch noch mit und dann suche ich meinen Hund hier. So. Genau. Weißt du, das sind auch... Was denn? Ach, in diesen Kisten, die man aufhacken kann, dass da teilweise so viel Scheiße drin liegt. Irgendwo, so wie ein Klo oder sowas. Das ist halt... Ja. Ach so, okay. Ach, die geht schon raus. Na gut, dann. Okay. Oh, wie gemein. Warte mal, da muss doch aber was gehen hier. Vegetables, du. Ja, lecker. Für 160. Danke. Und den nehme ich auch. Danke. Was ist denn das für ein Geräusch? Tiger wieder oder was? Okay, gehen wir hier mal runter. Okay, alles klar. Ching, ching! Keine Ahnung, Tiger sehe ich gerade. Schon wieder so ein Geräusch gehört. Muss ein Tiger sein, oder nicht? So, ich fahr's auch mal in die Wüste hier. Ja. Hier geht die Stadt ja noch so ein bisschen weiter. Da wäre eher ein kühles Getränk besser, ne? Ach. Na, ich habe ein paar Getränke gekauft. Oh, da lang. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Echt, du hast Getränke gekauft? Ja klar, beim Händler. Sicher. Okay. Mach ich immer mal wieder. Gibt erstens, hast du dann ein Problem mit dem Dingens? Was? Trinken? Ich bin noch ruhig. Achso, du, dann, wir haben... Ist schon wieder soweit? Nee. Ja gut, doch, 23 Minuten theoretisch. Ne? Irgendwie so. Ich guck wir gerade, holen uns jetzt ein Schwein. Wir suchen jetzt Schwein. Auf, also pass auf, sonst machen wir bei 23 können wir eigentlich nach den super langen Folgen mal Schluss machen, weil da würde ich noch eine aufnehmen, aber danach ins Bett. Irgendwie so. Wir haben jetzt 10:30, weil jetzt so plötzlich ist recht, auch doof. Jetzt so plötzlich weg will ich auch nicht. Nee, komm, dann lass uns jetzt Schluss machen und dann machen wir eine neue Folge. Machen wir das so, ne? Alles klar. Dann bis gleich. Bis dann. Tschüss.